Curse of Lust. Ah. Ja, komm, mach mal so. Eine Bombe, sehr gut. Schlüssel brauche ich nämlich nicht. Und jetzt weiß ich auch noch, was hier drin Leben ist. Das ist ein sehr schöner Run. Aber ich hätte erst auf die Suche nach einem Item rumgehen sollen. Einfach wegen den die 6 Aufladungen. Okay, ich krieg den Schlüssel zu holen. So, cool, cool. Ah. Oh, Kacke. Ja, das war nicht klar. Das war so klar. Noch eine Bombe, nice. Also auf jeden Fall der Shop. Ich würde ungern getroffen werden. Oh nein, oh nein! Was haben wir im Shop? Pickaxe will ich die Scheiße. Deswegen reroll ich den Spaß und da ist so ein Scheiße drin. Nur Scheiße, ja, nur noch Scheiße. Es könnte sein, dass ich genug Coins zusammenbekomme. Was ich dann noch was richtig Schönes, so ein Habit wäre natürlich awesome. Warum macht doch nicht mehr die Kacke auf die Antwort? Nein! Nein! Too many flies! Kacke. Oh, Kacke. Oh, warum hat das mein Vollknäuel so viel? Krass. Was ist denn da passiert? Ich weiß, warum das so groß ist, aber... Aber das ist mir nicht aufgefallen! Was? Soll ich auf die Suche nach einem Itemraum gehen? Und, ah komm, Itemraum suchen, cooles. Wenn du so hast, wenn du das jetzt... Ja, ich hätte... Ich hätte da einfach nur zwei Räume. Ach, toll. Drei Räume. Ich hätte jetzt schon irgendwie wieder voll. Klasse. Geil. Was denn da los? Totaler Bullshit hier. Ja, ist klar. Als würdet ihr mich suchen. Das haben wir mal wollt, ne? Eine Coin. Oh. Friends till the end, okay. Also auf jeden Fall der Boss. Geh mal kurz zu dem. Das ist. Gerne unten. Ich bin immer gerne unten. Das ist cool. Das war ich auch ein bisschen. Da, aber du.
Too much explosives. Wäre natürlich jetzt geil gewesen, wenn das goldene gewesen wäre. Wenn wir jetzt einfach mal alles mitnehmen, was soll ein Sprengteil. Oh, Pillen. Speed up, na toll. Pretty Fly ist sehr gut. Und Prince of Till the End. Und was haben wir noch? Tears up, okay. Kann ich mit allem leben, auch wenn Speed up ein bisschen viel ist, finde ich. Nur ein bisschen. So, das heißt, hier muss eigentlich gleich der Itemraum kommen. Da kann ich noch ein bisschen Leben raussnacken. Oh, ich hasse die. Toll, muss ich auch von hinten treffen mit dem Scheißteil, oder was? Nein, ich schaff's nicht! Mein Wollknäuel ist kacke! Das ist jetzt wenigstens ein Tropfen! Oh Mann. Nein, den will ich nicht, aber ich will ihn auch nicht nochmal haben. Deswegen kann es nicht sein. Yeah! Warte, warte, warte. Da gibt es gerade noch was zu bringen, was ich machen kann. Rausholen können. Ich habe nicht dran gedacht in dem Moment. Da oben war auch noch ein halbes, glaube ich. Ich nehme jetzt die ganzen Coins mit. Mal so weit schwingen, Alter. Wenn man so schnell ist jetzt halt. Hui, lustig. Ich könnte auch noch theoretisch oben versuchen, den Opferraum zu triggern. Komm. Komm, das versuche ich einmal kurz. Yes. Nehmen wir da mit. Haben wir sonst nichts. Ja, eigentlich genug Coins. Da ist ja auch noch ein Leben. So, jetzt mal ganz kurz gucken, was da oben ist. Ach, wir brauchen neue Coins, okay. Da war der Spielautomat, okay. Ich sollte eigentlich aus viermal spielen mehr als drei Coins bekommen. Ja, geht. Wir sind schon im Part 2. Die Frage ist, was wirklich jetzt neu ist. Ist eigentlich egal. Ich würde dich dann. Oder? Oder den Shop. Ich würfel den Shop neu. Ich hoffe auf ein Habit oder. Oder die Fackel oder sowas. Also die Kerze. Wäre richtig cool. Habit oder die Kerze, das wäre richtig awesome. Kompass, okay. Sagt man nicht nein zu. Puh. Habit hätte ich alles noch mal voll können. Okay, nicht alles, aber eben.
Jetzt weiß ich wenigstens, wo die Sachen zu sind. Karte wäre auch noch cool. Kompasskarte. Naja. Was habe ich jetzt eigentlich schon alles? Wollknoll, Little Steve, Essen, Kohle, Spritze, Essen, PhD, den Schlüssel, noch mehr Pillen, den D6 und den Kompass. Vielleicht ist noch was für mich. Nein, was für mich. Mein riesen Wollknäuel. Ja, Flash kackt ab. Wenn schon wieder das Spiel weg ist, ey, dann kotze ich. Ne, ist gut. Curse of the Labyrinth. Bei Itemräume. Ich glaube, das ist eine Arcade. Und ich hasse Knights. Ich hasse Knights. Danke. Ach, das Wollknäuel ist auch noch auf die Ebene begrenzt, oder was? Das ist ja richtig behindert. Schrumpft es etwa bei jeder Ebene? Wieder! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dreh halt um auf der Strecke. Danke. Das ist jetzt doof, dass es dann nach rechts geht. Oh, ich hasse euch. Ja, genau. Genau deswegen hatte ich euch, weil ich euch nicht alle Blick haben kann. So. Oh, und auch noch der getroffen. Behindert. Ich bin behindert. So. Alter. Ich will die einfach raushalten. So. Coins. Spring mal hier mal weg. Was hast du? Karte? The Lovers. Okay. Einfach mal mein Würfel fertig ist, gehen wir kurz darüber. Springen wir den Weg aus. Wow! So viele Coins. Die Feder. Ist ganz lustig, gerade für Knights und für Masken. Masken kann man mit dem Licht auch kaputt machen. Habe ich einen jetzt einmal gesehen, ja. Der mich zwar einige Weise gebracht hat, sagen wir vielleicht schon mal erwähnt, wer das war. Sandor. Also richtig behindert. Naja, jetzt weiß ich wenigstens, wo ich rerollen will. Alter, was ist das? Ja, ist klar. Nein, bitte nicht. Da komme ich nicht dran. Und ihr seid wohl behindert, oder was seid ihr? Das ist so unwahrscheinlich. Es ist einfach so unwahrscheinlich. Ach, was ist denn jetzt los hier? Wie oft soll ich noch rerollen?
ist aber auf schnellstem Wege zum nächsten zu kommen. Sollte da bald was Gutes kommen. Oh, kacke. Vier schnelle. Und ich habe den ersten mal gekillt. Verdammt. Jetzt aber, oder? Ja. Nice. Keine Ahnung, wie ich das gerade mache, aber wahrscheinlich durch Steven und seine magischen Kugeln. Oh. Das könnte mich jetzt echt treffen. Nein, gut. So mal. Nice. What the? Ist das gerade wirklich passiert? Alter. Dieses Garnknäuel. Hab ich gesehen, dass da oben war. Fast die eine gespawnt ist gerade. Na, komm schon, Koka. Wie schnell er das steht. Rainbow Baby, okay. Sammle ich mal noch nicht ein. So, der Wurf ist fertig. Sorry für das Hin- und Hergelaufen, aber das muss einfach sein, weil ich hätte halt zu gerne 100% in diesem Spiel. Ich kann nicht ein. Dazu muss man halt wirklich jedes Item gewonnen haben und mit jedem Charles Blue Baby gebesiegt haben. Oh, ja, das nehme ich. Quatsch schon. Das ist einfach zu gut. Das ist so ein krasses Damage ab. Au. What? Der war doch schon gar nicht mehr da, hä? Warte, ich leg die Bombe auf die andere Seite. Oh. Ich reroll da. Das Rainbow Baby ist besser als der Gürtel, finde ich. Und da oben ist auch noch ein Herz drin. So. Boah, war das knapp. Ach, ich sehe doch da den Geheimraum. Verdammt. Nicht doof. Warum bombe ich denn irgendwo? Das ist eh egal. Aber da ich weiß, dass im Geheimraum ein Gegner ist, werde ich sogar kämpfen. Das ist ein normaler Creed, das ist sehr gut. Super Creed, wäre ich gleich wieder rausgegangen. Spaß. So, ein bisschen Geld, Pille. Immer gut. Luck, ja, gerne. Das war rechts unten, ne? Ja. Ich muss wahrscheinlich eh alles zurücklaufen. Papier. Lass mal nur liegen. Ich glaube, selbst da ist das Rainbow Baby immer noch besser. Das ist halt ein Damage quasi.